Die aktuelle Let's Dance Staffel hatte für die Fans bislang schon einige Überraschungen zu bieten, darunter einen einmaligen Partnertausch. Nun haben sich die Verantwortlichen wieder etwas Neues einfallen lassen. Statt mit einem Disco-Fox-Marathon wird die 8. Ausgabe mit der Hot Salsa Night aufwarten. Die Tanzpaare müssen 7 Minuten lang auf dem Parkett durchhalten und in dieser Zeit ihre besten Salsa-Moves präsentieren. Keine leichte Aufgabe. Nun verraten Valentin Lusin und Anna Ermakova, wie sie die Challenge angehen. Let's Dance kurz für Anna Ermakova. Im RTL-Interview sprechen Valentin und Anna mit Valentins Frau Renata, die dieses Jahr nicht als Profi an der Sendung teilnimmt. Von der 35-Jährigen werden sie vorab zur Hot Salsa Night ausgefragt. Zunächst möchte Renata wissen, ob die beiden eine komplette Choreografie einstudiert haben, ihr Mann wiegelt aber direkt ab. Das kann man sich ja gar nicht merken. Unser Ziel ist es, von der Musik inspiriert zu sein, gibt Valentin dann die Richtung vor. Ich glaube, das ist es, was uns vergessen lässt, dass es so lange dauert. Damit er sich mit Anna während des Tanzens verständigen kann, benutzen sie allerdings Codes. Das Tanzpaar hat bestimmten Figuren konkrete Namen zugewiesen. Ein Beispiel, Mozi, in Anlehnung an die Let's Dance-Jurorin Mozi Mabuse. Auf Bitte von Renata führen Valentin und Anna die entsprechenden Schritte spontan vor. Sehr deep, sehr ursprünglich. So ein bisschen Mozi-like, erklärt der Profi. Ein weiterer Code der beiden lautet schlicht, stell dich hin. Das wirkt erst einmal nicht sehr freundlich, doch Valentin meint hierzu, klingt komisch, aber es muss ja schnell gehen, wo er recht hat. Anna und Valentin mit süßer Hommage. Das Favoritenpaar hat noch eine weitere Figur im Gepäck, die den Namen Matze trägt. An der Stelle wird dem ehemaligen Profi-Leichtathlet Matthias Mester Tribut gezollt, der in der letzten Staffel mit Renata tanzte und bei einer Salsa zu glänzen wusste. Hierüber freut sich Renata verständlicherweise besonders. Darüber hinaus vergewissert sie sich, ihr macht auch keine Hebungen? Daraufhin versichert ihr Valentin, dass Anna und er am Freitagabend auf jeden Fall eine richtige Salsa präsentieren werden. Ob es erneut für 30 Punkte reichen wird, bleibt abzuwarten.